durchgeschnitten hat. Ich sag mal jetzt, geht mal ran, alle drei, genau, und dann geht's auf die Plätze, fertig und los geht's. So, jetzt gibt's natürlich frisch angeschnittene Stolle und sie dürfen zugreifen. Ja, wir möchten auch so ein bisschen die Zeit nutzen, noch ein bisschen einzugehen auf das Programm an diesem Wochenende. Und wie schon gesagt, haben wir heute begonnen mit dem Bergkonzertgäste aus Bitterfeld. Im Anschluss nachher an den Stollenausstieg um 16.30 Uhr gibt es dann die Kindertanzgruppe der Förderschule Erich Kästner hier aus Bitterfeld, die ein Gesangs- und Tanzprogramm hier vorführen werden. Und dann im Anschluss um 17 Uhr gibt es ein weihnachtliches Programm mit einem gewissen Marco, den ich auch ganz gut kenne. Und dann, ja, das ist für heute sozusagen das Programm. Und am morgigen Tag geht es natürlich weiter. Um 11 Uhr öffnet der Weihnachtsmarkt. Ab 15 Uhr gibt es dann in der evangelischen Stadtkirche ganz tolle Weihnachtslieder. Und um 16 Uhr gibt es das Warm-up für die NDR Jump Weihnachtsmarkt-Tour. Und 17 Uhr sind sie dann hier, Sarah und Lars. Gemeinsam mit NDR Jump, die beiden Morning-Moderatoren werden hier mit ganz vielen Musik-Acts in ein tolles Programm für sie präsentieren. Am Sonntag gibt es auch nochmal ein wunderschönes Programm. Da gibt es für Kinder ab 15 Uhr heißt das Programm Hoppel Hoppel und das Tannenbäumchen. Und um 16 Uhr die Weihnachtsshow mit Bianca Graf. Also ein tolles Programm hier am heutigen Tag. Jetzt geht es erstmal Stolle. Dazu haben wir ein bisschen Musik vom lieben Tommy. Und dann geht es auch gleich weiter. Und ich sage guten Appetit.
Bühne hat er Platz genommen. Wir begrüßen den lieben Weihnachtsmann. Für alle Kinder gibt es auch was ganz Tolles. Aber nur für die, die nicht waren. Und die, die vielleicht auch ein Gedicht aufsagen können, wenn ihr jetzt also schaut, rüber mal, da sitzt der Weihnachtsmann. Und